an. Diesmal ist die Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Guten Morgen wünsche ich euch. Ich bin zurück aus dem Urlaub. Es wird nicht das letzte Video sein, was ihr aus dem Urlaub sehen werdet. Oder es ist nicht das letzte Video gewesen letztens. Da wird noch einiges auf euch zukommen, aber wir sind wieder zurück. Ich habe gestern zum ersten Mal wieder gestreamt. Ich habe mich riesig, riesig darüber gefreut. Und deswegen freue ich mich genauso riesig, wenn nicht sogar noch mehr, für euch endlich wieder Videos produzieren zu können. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, heute geht's direkt los mit dem richtigen Kracher, denn wir hatten gestern Abend die 84 Plus Player Picks der Serie A rausbekommen und davon haben wir ungefähr knapp 25 Stück geöffnet und was daraus rausgekommen ist, ist schon ein Stück weit insane. Also das sah schon nicht ganz so schlecht aus, gerade der eine Spieler, den wir gezogen haben. Halleluja. Jungs, ich sag's euch so, wie es ist. Ich bin aus dem Urlaub wiedergekommen, es war keine einfache Zeit auch, weil mein Kanal gehackt wurde und das haben viele von euch ja auch mitbekommen. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr dieses ganze Video lasst, unterstützen würdet, so wie vor dem Hack sozusagen, wenn euch das Video überhaupt angezeigt wird, denn mein Algorithmus ist völlig kaputt gegangen und deswegen brauche ich eure Hilfe dabei. Deswegen lasst sehr gerne auf diesem Video einen Daumen nach oben da. Sehr gerne auch für diejenigen, die vielleicht mich deabonniert haben wegen dem Hack, könnt ihr gerne wieder ein kostenloses Abonnement da lassen. Unsere Road to 300k steht natürlich immer noch an. Ich würde mich riesig, riesig freuen. Lasst gerne Liebe da, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Lasst uns gemeinsam wirklich richtig, richtig abreißen und einfach dem Hacker zeigen, dass dieser Hack ihm nichts gebracht hat, dass die Smexy Army da ist, dass wir richtig Gas geben werden. Liebe geht raus an jeden Einzelnen. Jetzt viel Spaß wieder beim nächsten Best-of. Abfall ist angesagt. Let's go. Come on. Erster Pick. Handanovic, De Vries und Martinez. Ja, Grüße gehen raus. Das ist ja ein absolut reiner, wie wollen wir es sagen, ein absolut eigener, ganz entspannter Inter-Mailand-Pick. Reiner, also ihr müsst ein 83er-Team abgeben, zwei Team of the Seasons und dann Abfahrt. Ne? Ganz entspannt, Reiner. So, machen wir weiter mit dem zweiten, ein von drei 84-Plus-Serie-A-Spielern. Ich bin sehr, sehr gespannt, aktuell steht noch kein Preis bei Footbin da, deswegen gehen wir einfach mal rein und sehen wieder mindestens ein 85er. Aber er entscheidet sich natürlich für den einzigen Workout, den wir haben, und das ist Insigne. Ja, wir müssen mal gucken, wo der Preis dann im Endeffekt liegt. Dann kann ich euch auch sagen, was sich lohnt und was sich nicht lohnt. Aber ich glaube, wir brauchen ja schon definitiv ein paar Tots, um hier mit plus minus nur rauszugehen. Aber Preis ist aktuell noch nicht da. Nummer 3. Tots Nummer 1. Jetzt ist es. Und das ist Skriniar. Abfahrt ist angesagt. Damit gehen wir auf 212 Tots hoch während der Tots-Zeit von euch. Die haben ja jetzt 3 Monate lang gewartet. Ich glaube, hätten wir voll durchgezogen, wären wir locker bei 1000 Tots irgendwann gewesen. Ne? Das ist eigentlich schon geisteskrank. Aber den nehmen wir natürlich mit. GG an den Tots. Auch wenn es nicht der Beste ist. Tots ist Tots und das ist gut so. Okay, gehen wir rein, mein Lieber. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Nehmen wir im 4. Pick einen Back-to-Back-Tots. Das ist die ganz große Frage. Come on. Jawohl. Ui, 2 Tots in einem. Sind zwar nicht die Besten, aber es sieht schön aus. Skriniar, Back-to-Back. 4 Picks, 2 Tots, 50er-Quote, sehr nice. GG, bin mal sehr, sehr gespannt. Come on, gehen wir rein. 5. Pick, ich darf zum ersten Mal öffnen. Sind die magischen Smexy-Finger wieder zurück. 3, 2, 1 und los. Ja, sind sie. Skriniar ist am Start. GG, 3. Skriniar, back to back to back. Damit haben wir eine bessere Quote von Tots als Nicht-Tots-Picks. Und das ist gut. Okay, Boys and Girls, wir gehen weiter mit Pick Nummer 6. Wir haben gerade mal nachgeguckt, der Preis wurde gerade aktualisiert. Ihr bezahlt für die SBC ungefähr 40.000 Münzen, was wirklich nicht so teuer ist, weil, was nicht so günstig ist, so wollte ich sagen. 40k bedeutet, alles drüber ist zum Beispiel ein Skriniar. Ich glaube, Bremer ist der Einzige, der günstiger ist als Tots. Also wenn ihr einen Tots zieht, bis auf Bremer, habt ihr definitiv hier einen Win. Es war einfach allgemein, der ganze Urlaub war der absolute Hammer. Und jetzt haben wir hier auch noch im nächsten Pick einen Magnard, der gerade 44k kostet. Auch das ist ein Win. Das heißt, wir haben jetzt gerade 4 Team of the Seasons gesehen hintereinander. Das ist schon Wahnsinn. Ich glaube, das kann man machen. Dickes GG. Seed Vortex, muss ich sagen. Seed habe ich am meisten gefühlt. War übelst geil, Seed. War so richtig oldschool-mäßig angelehnt. Come on, weiter geht's. Nächstes Pick. Ah. Ja gut, irgendwann musste mal wieder so ein Pick kommen, wo halt kein Tots drin ist. Ne? Bonucci, damit machst du halt einen ganz klar Verlust. Darüber brauchen wir nicht reden. Schade. Come on, nächster Pick. Wir gehen rein. Und oh, zumindest noch der Walker mit Cechny. Aber ich glaube, die 87er in Walkouts sind, glaube ich, auch nicht mehr so teuer. Ne? Also eher auch, was das angeht, ein dickes F. Schade. Nächster Pick. Komm, gib uns den nächsten Tots-Chat. Ja, oh nein, er hat ihn schon.
Es ist mal wieder das Phänomen. Du hast einen im Verein und kriegst natürlich das Duplikat. Aber gut, im Endeffekt sind wir mal ehrlich. SBC-Futter kann vielleicht auch nicht so schlecht sein. Was geht, Jan? Moin Moin, Dankeschön. Next one, wir gehen rein. Komm, ich will den nächsten Touch wiedersehen. Ich will auf 290 hochgehen. Komm schon, yay. Jawohl. Sind wir noch. 290, Abfahrt. Nächstes Kind, ja. Aber bis jetzt haben wir die richtigen Kracher auch noch nicht gesehen. Ich glaube, Vlahovic haben wir nicht gesehen, ne? Nee, Vlahovic haben wir nicht gesehen. Aber Skin, ja. Ja, im Endeffekt, alles Plus ist immer wichtig und richtig. Ich gehe, wie gesagt, immer auch auf alles ein, was reingekommen ist. Ihr müsst mir bloß ein bisschen Zeit geben, ne? Komm on, gehen wir rein. Einfach drei Serie A-Spieler. Next one. Ich darf wieder öffnen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Komm on. Abfahrt. Magisches Maxi-Finger. Bitte. Ja, zwei Tots. Super Ding. Mangio, nehmen wir mit. Nächster Tots. Magisches Maxi-Finger. Die könnt's auch noch nach dem Urlaub. Let's go. Oh, Sommer, dann komme ich doch mal zu dir, okay? Komm schon, wir gehen weiter. Insigne, blockiert. Mensch, hol da jetzt hier mal ein paar Tots raus, blockiert. Das war nix. Das war bodenlos. Next one. Der nächste Tots, ich will ihn. Magisches Maxi-Finger. Komm, bitte. Magisches Maxi-Finger. Da sind sie wieder, Chat. Let's go. Dickes GG. Cuadrado, der beste Pull, den wir, glaube ich, bis jetzt gesehen haben, ne? Sehr, sehr nice. Dickes GG. Come on, next one. Und. Ah, wieder nur Insigne. Ach, schade. Lag wieder daran, dass ich nicht geöffnet habe. Sind wir doch ehrlich. Okay, wir gehen rein. Nächster Pick. Ein von drei Serie A-Spielern. Die Smaxi-Finger sind wieder da. Die machen sich warm. 3, 2, 1. Let's go. Komm schon. Bring uns mal eine richtig gute Karte. Schade, sehr, sehr schade. Ah, gut, na dann, David, easy. Easy try. Come on, let's go. Ah, nächster Tots. Aber Mangio hat er schon. Hoffen wir mal, dass er einen Untrade hat. Hoffen wir es mal. Hat er leider nicht, schade. Er stößt ihn sogar ab. Aua, das tut weh. Das tut weh. Come on, wir gehen rein. Wieder mit keinem Tots. Hey, yay. Gönn mal ein bisschen, ich komme aus dem Urlaub wieder, ich will hier trotz Hageln sind für meine Community. Dafür ist sie da. Komm mal blockiert, geh rein. Next one, komm schon, ich will den Tots sehen. Hallo, blockiert, ich habe gesagt, ich will den Tots sehen. Bist du hier auf einem anderen Account und siehst du hier wieder nur einen Tschechny. Bodenlos. Wie war das Wetter beim Festival? Perfekt, Mirakuri. Wirklich, war perfekt. Komm schon, wir gehen rein. Nächstes Pack. Nächster Pick, mein... Oh, Immobile. Der Beste bis jetzt. Dickes GG. Immobile ist ein Big, Big Pull. Stark. Kranke Werte hat der Mann auch, ne? Hätte ich vielleicht auch ein bisschen mehr Tripling gesehen. Aber dickes GG zu Immobile. Stark. Come on, weiter geht's. Next Tots. Ach, come on. Gönn ihm doch den Tots, Mann. Es muss langsam sicher mal wieder losgehen mit den Tots. Manometer, ey. So, next one. 1 von 3, 84 plus Serie A-Spieler. Komm schon, wir gehen rein. Magischen Smaxi-Finger haben gerade schon zwei Tots rausgeholt und holen jetzt den dritten Tots raus. Wir können auf 227 hochgehen. Vor allem haben wir aus den gerade 82 Plusern gerade schon jeweils den beiden gezogen. Ne? Ja, ich geh mal mit Chaya Nulu einfach wegen höherem Rating. Liebe geht raus, Kuss geht raus, so nicht anders. Come on, Abfahrt ist angesagt. Dieser 84 plus Pick. Ja, okay. Damit haben wir das Ding halt einfach durchgespielt. Ich weiß gar nicht, wie viel es waren. Aber es waren einfach, keine Ahnung, ich glaube 25 Picks. Und er zieht den Rafael Leão. 3, Millionen? Anders wild. Du kannst keine 3 Millionen Spieler daraus ziehen. Hä, was ist das denn? Dickes GG, Alter. Geisteskrank. Da brauchst du nicht mal im Road to Boot 3. Jetzt sag ich so, wie es ist. Ja, das soll es gewesen sein. Das waren die ganzen Picks. Ich sag's mal so, der letzte Pick hat einfach nochmal alles in den Schatten gestellt. Mit diesem Pick haben wir natürlich den Mann gesehen, den wir sehen wollten. Und zwar ist das der teuerste gewesen, Rafael Leão. Also absolut insane. Mir persönlich hat sehr viel Spaß gemacht, für euch wieder zu streamen. Denkt dran, lasst einen Daumen nach oben da. Sehr gerne auch ein kostenloses Abonnement. Ich bin damit raus. Ich bin wieder zurück. Vollgas geht's jetzt rein. Macht's gut, haut rein. Und ciao, ciao. Kuss, kuss.